start the mix in. Hey, hey, meine lieben Crazy Gamer, was geht bei euch? Hier ist wieder Let's Play Crazy Games mit eurem Crazy Memphis. Helena ist natürlich auch wieder am Start und willkommen zurück zu Dark Souls. Ja, nach mehrmaligen Fails, wirklich Leute, ich habe jetzt, keine Ahnung, 5 Anläufe probiert, wieder an die Stelle zu kommen, wo ich eben gerade gestorben bin. Dann habe ich es geschafft, habe die Seelen bekommen. Ja, dann bin ich natürlich wieder glorreich verreckt und es ist wirklich, ich bin so in Rage gerade, ich hause alle weg, ich könnte schon wieder, da kriege ich Hals, kriege ich da. Ah, alles schrecklich auf jeden Fall. Ja, deswegen starte ich jetzt hier wieder am Leuchtfeuer und ja, zu der Stelle, wo wir eben gerade waren, brauchen wir, wie gesagt, nicht hin. Ich habe da ja alles, bevor ich eben gerade gestorben bin, quasi bekommen. Das heißt, ich habe halt die Glut bekommen, das war ja das Wichtige. Und das eine Item habe ich da ja auch noch rechts in diesem komischen Kabuff da bekommen. Ja, deswegen, ja, wir starten jetzt wieder hier und wollen jetzt Richtung optionalen Boss, den wir allerdings nicht bekämpfen werden. Wie gesagt, wir haben ja hier dann die Wahl, ihn zu bekämpfen oder halt nicht. Oh, schrecklich, Leute, ehrlich. Ich war kurz vor dem Boss eben gerade, wirklich kurz vor der Nebeltür. Dann kommen wieder diese komischen kleinen Viecher da von dieser Brücke. Ich meine, gut, ihr werdet es gleich sehen. Oh, ich werde wahrscheinlich wieder verrecken, also daher, oh, es ist so zum Kotzen. Dreh ich durch! Ja, und ich hatte halt keine Lust, die ganze Zeit, also jetzt nur Fail-Videos zu zeigen. Ich meine, erstens ist das ein Playthrough, der eh schon so ewig dauert. Zweitens wird er noch lange dauern. Und drittens habe ich halt keinen Bock, die ganze Zeit nur die Fail-Videos zu zeigen. Weil das halt auch ziemlich Zeit in Anspruch nimmt und das geht gar nicht. So, jetzt müssen wir gucken. Wir sind hier auf jeden Fall auf dieser Brücke. Hier fängt schon wieder toll an. Ah. Okay, du bist tot. Jetzt bist du dran. So. Und mein Problem war eben gerade, sobald ich den Bogenschützen platt machen will, kommen immer die anderen an. Oh, und das ist so nervig. So, und jetzt will ich das halt anders machen. Ich probiere es zumindest. Nein, so klappt es schon mal nicht. So, wir werden uns jetzt erstmal gegenseitig beballern, aber das ist mir wurscht. Na, ich werde wohl gewinnen. Nice, okay. So, und jetzt werde ich es nämlich so machen. Wenn ich jetzt halt weiter nach vorne gehe, kommen jetzt hier noch mehr von den Gegnern hinter mir quasi. Die kommen einfach die Brücke hochgeklettert und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen werde ich mir ihn jetzt schnappen. Ah, und das halt jetzt versuchen, auf sichere Art zu machen. Ich weiß, dieser Ritter, der hat es definitiv faustdick hinter den Ohren. Deswegen, ja, lucky time. Er hat auch so ein mächtiges Schwert, Alter. Also, ne? Hau ab! Oh, er haut mir auch schon die ganze Ausdauer weg, Alter. Alles, was ich habe, mit einem Schlag von seinem Schild. What the fuck? Lass mich! Peaks! Oh, 72! Wow! Peaks! Peaks! Ich mit meinem kleinen Zahnstocher, Alter. Und er hier mit seiner fetten Nagelfeile. Das wird ein Battle fürs Jahrhundert hier. Komm, schlag doch nochmal so zu. Das ist ganz schön. Ah, fuck. Ah, okay, komm. Nice. So sieht's gut aus. Ich weiß... Ah, er kann sich heilen. Nein! Heil dich nicht! Nice! Jawohl! Du dumme Drecksau, Alter. Okay, das haben wir geschafft. Jetzt habe ich es auch ein bisschen einfacher mit diesen kleinen Mistviechern, die jetzt gleich hinter mir kommen. Oh, Leute, ich habe es eben gerade wirklich die ganze Zeit probiert. Und ich, so wie ich sonst in jedem Video sage, benutzt den Bogen, um die anderen wieder anzulocken. Was mache ich natürlich? Ich mach genau das Gegenteil. Und das, wie gesagt, 4-5 Mal hintereinander, bis ich eben gerade echt einen Rage-Quit quasi hatte. Und deswegen hatten wir halt jetzt wieder am Leuchtfeuer angefangen. okay, das haben wir geschafft. Wunderbar. Jetzt raus aus Ariamis. Wieder ab nach Anor Londo. Ja, und vor allem, ich hatte so viel Seelen, ich hatte über 80.000 Seelen, die habe ich natürlich verloren, nochmal so nebenbei. Das waren ja die Seelen, die ich allgemein für eine Waffe benutzen wollte und halt fürs Aufleveln, aber ja, das war's dann mit den Seelen. So, ja, wie man sieht, sie greift nicht an, man kann mit ihr reden.
Wenn man sie jetzt natürlich selbst angreift, ja, dann wird's halt zum Bossfight. Was ich hier noch als Tipp geben kann, wenn ihr halt gegen sie kämpft, dann versucht den Schwanz abzuschlagen, denn man bekommt dann wieder so eine Unique-Waffe, die man halt für den gewissen Erfolg braucht, für alle Waffen irgendwie. Und ja, das ist der Tipp. Ich werde jetzt halt voll quatschen hier. Who art thou? One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not. Okay, ja, wir sollen sie quasi in Ruhe lassen. Ich werde sie jetzt auch noch in Ruhe lassen, weil es halt, wie gesagt, ein optionaler Boss ist. Und die optionalen Bosse mache ich dann eventuell irgendwann dann im zweiten Let's Play irgendwie. Also was heißt dann Let's Play? Dann werde ich halt so die Bossfights ein bisschen aufpäppeln und dann das Beste rausholen. Irgendwie sowas mache ich dann. Ja, hier gibt's eine schöne Rüstung. Ich werde die mal kurz anlegen, damit ihr mal seht, wie bescheuert manche Rüstung aussehen können. Okay, here we go. Einmal den. Dieses. Dieses. Und dieses. Und schon hat man... Oh Gott, ey. Ne Penis-Head, Alter. Der Penis-Head. Ja, sieht auf jeden Fall ziemlich lustig aus. Oh nein, ich wollte noch gar nicht runter. Ah, nicht mit der Rüstung. Shit. Ah, naja, okay. Ja, so verlässt man dann halt das Gemälde von Ariamis. Man springt quasi einen Leap of Faith. Und yay! Matsch bin ich. Nein, man plumpst natürlich einfach wieder hier aus dem Gemälde raus. Man bekommt einen Heimkehrknochen. Ja, somit wäre jetzt das Level quasi fertig. Klar, es gibt da noch ein paar kleine Sachen, die ich habe. Die habe ich definitiv vergessen. Das weiß ich definitiv. Aber die kümmern mich jetzt halt noch gar nicht, weil wie gesagt, ich werde das irgendwann nochmal wiederholen, die optionalen Dinger. Und dann schauen wir weiter. So, jetzt muss ich nochmal gucken, was hatte ich überhaupt an? Shit. Ja, schauen wir mal. Soll ja auch nicht zu schwer werden, sonst habe ich wieder das Problem, dass ich mich nicht bewegen kann. Ja, können wir erstmal so lassen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, hier sind natürlich wieder die ganzen komischen Gemäldehüter, Ninja-Typen. Entweder stratzen wir jetzt hier durch, oder wir machen halt wieder Kampf gegen Kampf. Ich werde jetzt, ja, ich denke mal, durchstratzen ist mir jetzt zu heikel. Backstab! Good night. Okay. Außerdem kann ich so nochmal ein paar Seelen sammeln. Ist ja nicht verkehrt. Hab ja erst 80.000 verloren. So eine Scheiße, ehrlich. So ärgerlich sowas. So ärgerlich. Mensch, hör auf zu werfen hier. Komm, rüber. Triffst mich eh nicht. Ja, komm. So ist brav. Backstab! Here we go. Achso, er hat wahrscheinlich hier Wurfmesser für mich. Genau. Das lassen meistens diese Gemäldehüter fallen. So, okay. Ja, für Ornstein und Smoke hatte ich ja extra nochmal bei einem quasi, ja, nochmal einen anderen Feuerzauber geholt, weil, ja, in Runde 1 habt ihr ja gesehen, mir hat wirklich nur noch Feuer gefehlt. Ich glaube, dann hätte das schon besser funktioniert. Jetzt habe ich halt einmal hier diese große Feuerkugel und einmal, ach, also, was heißt einmal, sondern 8 Feuerbälle und 6 Feuerkugeln habe ich. So, und dann werde ich mal schauen, ob diesmal der Bossfight in Runde 2 besser funktioniert. Alright. Immer das gleiche Prozedere hier. So, komm her hier. Oh, er kommt ja ganz bequem, so ganz cool um die Ecke. So nach dem Motto, die schnapp ich sowieso. Falsch gedacht. Gib mir deine Wurfmesser. Die brauchst du nicht mehr.
Ja, ich habe Wurfmesser auch in diesem Spiel halt einmal benutzt, um halt zu gucken, wie die sind, aber irgendwie. Also mir haben sie nicht gefallen oder zugesagt, besser gesagt. Da bleibe ich doch lieber bei meinen, Pfeil und Bogen für weit oder ja, weite Kämpfe. Uah! Für einen Fernkampf. Mensch, jetzt finde ich die Wörter schon wieder nicht hier. Hilfe! Ich muss den Duden wieder aufschlagen. Verdammt. Okay, jetzt schnappen wir uns noch den hier rechts. Und ich denke mal, dann werde ich einfach durchstratzen. Oh Mensch, ihr mit euren Messern. Hört auf zu werfen und kommt mal an. Oh, nicht so schnell. Hab dich. Noch ein. Haha. Okay. Jetzt stratzen wir durch. Natürlich wieder Richtung Leuchtfeuer, damit wir hier erstmal wieder einen Speicherpunkt haben. Sonst wache ich natürlich wieder in der Welt von Ariamis auf. Und ja, das müssen wir natürlich nicht haben. Ich glaube, irgendein Teil von meinem Anzug ist ein bisschen zu schwer. Ein Teil habe ich falsch angezogen. Naja, was soll's. Ich muss auf jeden Fall mich demnächst aufleveln. Damit ich dann, halt, machen wir das so. Ah, Leute, komm, ich probiere was. Ich probiere jetzt einfach da oben zum Leuchtfeuer zu kommen. Dann sind wir nämlich halt auch näher am Boss. Mehr oder minder. So, ja. Und natürlich werde ich dann wieder probieren, unseren Ritter Solaire mit an den Start zu kriegen. Daneben. So, und lauf. Jetzt wird's nämlich brenzlig. Einmal von hinten und einmal von vorne. Lauf. Hallo, Riesenritter. Riesenschmied. Oh Gott, oh Gott. Nice, geschafft. Die kommen ja hier nicht hoch. Oh. Alright. Ja, beim Riesenschmied könnte ich, wie gesagt, nochmal meinen Blitzspeer irgendwie aufleveln, wenn ich halt die gewissen Scherben auch habe. Ist jetzt nochmal eine gute Frage, was ich da nochmal für Scherben brauchte. Naja. Tja, und natürlich bin ich wirklich echt froh, wenn wir diese Area hinter uns haben, denn, oh, ehrlich, ich glaube, hierfür werde ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch schon gleich beim nächsten Mal schaffe mit dem Boss. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. ja, für euch und für mich natürlich. Daneben. Oh, jetzt wollte ich backstabben und er lässt mich wieder nicht. Ach, komm schon. Hab keine Angst, das piekst doch nur ein bisschen. Ist nur eine kleine Spritze hier. Komm, ab in Arsch damit. Genau, so. Ist die Beruhigungsspritze. Genau. Sehr schön. Meine sind ja alle hier so, ne, ziemlich aggressiv drauf. Und deswegen verteile ich hier mit meiner Pike mal so ein paar kleine Beruhigungsspritzen. So, komm her, du bist dran. Siehst du, hier sind alle gleich aggressiv. Da will ich mich nur unterhalten. Und die stürmen gleich los. Oh! Oh, beide daneben. Nice. So, leg dich hin. Ah, die hat noch nicht gewirkt. Brauchst du doppelte Dosis, wa? Hier, hast du. Ah, immer noch nicht. Oh mein Gott. Du hast aber Glück. Du hast Glück, mein Freund. Noch ein Schluck. Und das auch noch kurz vorm Leuchtfeuer. Wunderbar. Oh Mann, verzeiht mir. Ich habe schon wieder meinen Krähenhals. Kra-kra! Ja, er steht da gleich vor mir. Kommst du mal an? Komm. Hier können wir tanzen, mein Freund. Mensch, lass mich jetzt hier rum. Ja. Geht doch. Und doppelhändig und gib ihm. Was, es reicht immer noch nicht? Was ist denn los? Ich hab doch extra Uffi gelevelt. Was soll denn das? Aua. Ah. Obwohl, jetzt kommt ja gar kein Gegner mehr, ne? Jetzt hätte ich gar kein Getränk mehr benutzen müssen. Naja.
Okay, dann sind wir jetzt hier wieder am Leuchtfeuer. Sehr schönes Ding. In Arno Londo. Okay, jetzt geht's natürlich wieder um die Wurst. Wir läuten dann gleich wieder Round 2 zum Kampf von Ornstein und Smoke ein. Ich werde dann den nächsten Part quasi vor der Nebelwand anfangen oder beziehungsweise kurz vor dem Boss anfangen. Dann braucht ihr den Weg hier auch nicht wieder unbedingt zu sehen. Ist ja immer der gleiche Weg. Ja, ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zusehen und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Part wieder. Und ja, hoffe natürlich, dass euch der Part ein bisschen gefallen hat. Und dann sage ich natürlich wieder bis dahin. Ciao. Ciao.